jeden Fall wünsche ich mir, dass Corona weggeht, damit wir wieder in die Halle können und auch normales Training machen können. Wir sind darüber sehr glücklich, dass wir die Möglichkeit haben, uns trotzdem, auch wenn es online ist, regelmäßig zu sehen. Wir wünschen uns erstmal, dass wir natürlich alle gesund bleiben, dass wir wieder in die Halle können, einfach für die Kinder, dass sie wieder diesen sozialen Kontakt haben. Und was uns auch sehr wichtig ist, dass unsere Gruppen erhalten bleiben. Ja, die Freude, die wir jetzt über das Online-Training haben, dann auch in der Halle weiterführen können. Da haben wir als junge Trainerschaft uns was überlegt und dann kamen wir aufs Programm Zoom. Also wir haben jede Woche Zoom-Training. Und da haben wir uns geeinigt auf verschiedene Tage. Dort sind wir meistens so zwischen einer Stunde bis anderthalb Stunden im Zoom-Training unterwegs. Wir kriegen so eine Wochenaufgabe und die müssen wir dann immer bis zum nächsten Training erledigt haben. Und haben auch eine Showveranstaltung gehabt über Zoom. Es klappt relativ gut. Wir dachten, wir wollen das auf jeden Fall weiterführen, trotz Lockdowns uns zu sehen, miteinander zu trainieren. Am meisten Mut macht es mir, wenn die Kinder mir das Gefühl geben, dass ich ihnen etwas biete in dieser Zeit, dass sie dankbar dafür sind. Halt auch noch, dass die Kinder trotzdem uns erhalten bleiben, wir uns irgendwie regelmäßig sehen, im Kontakt stehen. Dass ich halt nicht nur zu Hause rumsitzen muss. Dass ich irgendwie etwas zu tun habe und was verändern kann.